Guten Morgen, meine aktiven Freunde von Marschwasserhindernissen. Euer Toto hier wieder mit dem vierten Tag hier in Oberjoch. Ihr seht, ich bin ein bisschen geschwitzt. Wir haben jetzt 7.35 Uhr. War eben schon die erste Runde vor dem Frühstück nochmal laufen. Oder was heißt nochmal? Also, ich war laufen. Vor dem Frühstück. Und das Problem war ja die letzten Tage, dass ich nicht genau wusste, wo soll ich langlaufen, wo kann ich langlaufen. Dadurch, dass ich wirklich jetzt fast komplett aus dem Training raus war, wollte ich mir jetzt auch nicht direkt hier die höchsten Gipfel antun im Lauftempo. Gestern waren wir nur hochgewandert, das war schon mal gut für die Muskeln wieder, Training. Jetzt habe ich gesagt, jetzt gehst du auch mal laufen. Hier im Hochmoor ist das hier in Oberjoch. Gibt es einen schönen Rundweg, so einen Moor-Rundweg. Den habe ich jetzt zweimal gemacht. Die Sachen packe ich euch dann auch unten in die Videobeschreibung rein. Mein Pullover. Von der Luft her super. Also ich muss sagen, das Nichtrauchen, das merke ich. Das ist echt sehr, sehr, sehr gut. Aber leider, jetzt Fazit, war ja auch schon beim Strong Biking das Problem. Und das habe ich jetzt auch das Problem, diese 10 Kilo, die ich zugenommen habe durch Nichtrauchen. Wobei, es sind nur noch 6 Kilo. Ich habe ein paar Kilo runtergekriegt. Die merke ich trotzdem. Ne? Also mein Körper ist das noch nicht gewohnt, diese Zusatzgewicht zu schleppen. Dadurch, dass ich auch größtenteils am Bauch zugelegt habe, fühlt sich das alles so ein bisschen, naja, das ist halt eben nicht schön verteilt, das ist einfach nur vorne so eine Kugel, als wenn ich Medizin mehr verschluckt hätte. Aber da bin ich guter Dinge, dass ich das wieder loswerde. Ich denke mal, wir werden auf der anderen Seite des Berges nochmal hochgehen, also den Iseler Berg, hochwatscheln und uns oben nochmal eine Kleinigkeit zu essen gönnen. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen darauf achten, dass ich mir nicht immer hier die schönsten, dicksten Brotzeiten reinschmeiße. Aber die sind echt lecker. Und wollten dann vielleicht auf der anderen Seite mal wieder runtergehen. Also ich kann euch das versuchen. Ich gucke mal, ob ich eine Map finde bei Google Maps. Dann zeichne ich euch das ein. Und ja, ansonsten ganz entspannt. Also heute soll es wieder, glaube ich, 16 Grad werden. Ich freue mich drauf. Vielleicht fahren wir auch mal nach Sonthofen runter ins Wonnemar Schwimmbad. Ist alles hier mit dieser Hindelang Plus-Karte mit drin. Und ja, ansonsten gehe ich jetzt gleich erstmal duschen, dann frühstücken und den Rest des Tages werdet ihr ja dann sehen. Thank you.
Ah, so meine lieben Freunde. Da liege ich im Bett und habe gedacht so, ich habe noch gar keinen Abschluss. Gruß und gar keine gute Nachtwünsche euch geschickt. Wahnsinn, also der Tag war unglaublich. Ihr seht ja in den Videos und den Fotos. Zu Fuß dann mal gerade auf, ich glaube, 1600 Meter und ein paar zerquetschte. Oh, die Bergstation. Unten total klasse, wo man noch über die Kuhwiesen gehen kann. Klar, ist natürlich jetzt ein bisschen Matsch und so, aber sehr schön. Ein Traumwetter. 16, 17 Grad, kein Wind gehen. Das war Bombe. Phänomenal. Ja, gut, oben war es dann knietief im Schnee, aber auch das natürlich easy peasy gelaufen. Es war einfach geil. Es war phänomenal. Ihr habt ja die Fotos, seht ihr ja. Ich packe euch die jetzt nochmal mit rein, wenn ich noch welche vergessen haben sollte. Es unglaublich. Dann der Abstieg, super schön. Wie gesagt, ich kenne halt eben Oberjoch vom Skifahren normalerweise. Und das ist halt eben sehr, sehr, sehr interessant, wenn man dann über diese Kuhwiesen geht, wo normalerweise man mit Skiern runterfährt. Also, wo ich denke, ach, hier fahre ich sonst mit Skiern. Und das Interessante ist, wenn man über die Wiese geht und einfach riesen Erdhaufen sieht oder auch mal Bruchstein, das ist ja alles hier im Gebirge, und man sich dann überlegt, wieso liegt da ein Bruchstein, und man dann feststellt, ach stimmt, im Winter ist da der Hubbel, wo man drüber springt. Und das fand ich sehr, sehr genial. Traumhaftes Wetter, das Essen war sehr, sehr lecker heute und phänomenaler Tag. Also da kann ich nur sagen, Tag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, vier, überhaupt nicht verloren. Ganz im Gegenteil, ein rundum positiver Tag. Tag 5, also Donnerstag, da ist dann Schloss Neuschwanstein geplant. Und ich überlege noch, ob wir an die Europas längste Hängebrücke, also 400 Meter lang, 150 Meter Höhe. Ich habe ja panische Höhenangst, also das wird für mich, glaube ich, der Stress pur. Da gucke ich mal, ob ich mir das antue, ob wir da auch nochmal hinfahren. Ansonsten Schloss Neuschwanstein. Und in diesem Sinne denke ich mal, das reicht mir. Ich lasse die Bilder wie immer sprechen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich immer über ein Abonnement freuen. Und schreibt doch mal, wenn du bis hierhin geguckt hast, Hashtag Gipfel bitte mal rein. Und damit ich weiß, habt ihr es bis hierhin geschaut, gefällt es euch, teilen, liken und alles Mögliche. In diesem Sinne sage ich jetzt mal, je nachdem, was du geguckt hast oder guckst, schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Toto von Toto aus Probetieren.